Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Feuerwerkssimulator. Mir hat jemand geschrieben, dass ich mal entweder 150 von diesen 2021 Kisten oder 150 von diesen Paluten-Crackern in dieses Haus hier packen soll und das Ganze dann mal anzünden soll. Das wäre nämlich sonst auch ziemlich sinnlos, wenn ich es nicht anzünden soll. Danke für deinen Vorschlag, Grüße gehen auf jeden Fall raus an der Stelle. Falls du auch einen Vorschlag hast, dann gerne in die Kommentare. So, dann würde ich sagen, mach mir beides, 150 von beiden. Dann passiere ich das Ganze mal und dann bis gleich. 2000 Jahre später. So, von beiden werden jetzt genau 150 Stück platziert. Das heißt, insgesamt haben wir hier jetzt, natürlich auf beiden Ebenen, insgesamt 300 von diesen Feuerwerkskörpern. Die werden jetzt natürlich noch eine Zündschnur gepackt, dass wir die auch ungefähr alle gleichzeitig ankriegen. Es macht nämlich übrigens keinen Unterschied, ob ich die mit einer Zündschnur zünde oder ohne. Die zünden sich eh alle von selbst. Es geht nur darum, dass wir noch ein bisschen Zeit haben, wegzugehen. Denn wir wollen natürlich auch was davon sehen. Denn drin sieht man immer nicht so viel, deswegen. So, das hätten wir. Dann einen Startböller. Nehmen wir uns jetzt mal hier The Beats. Und den packen wir uns jetzt mal nach hier. Als kleinen Starter. Dann kommt da jetzt die 1 Meter pro Sekunde Zündschnur dran. Dass das Ganze auch schön auslöst. Okay, das reicht dann auch. Dann würde ich sagen, in Deckung. Feuerzeug in die Hand und let's go. Schick. Alter. Können wir uns mal umgucken? Hä? Lol, das läuft einfach die ganze Zeit flüssig. Nur die Funken haben so geruckelt. Naja, auf jeden Fall hat es ordentlich gescheppert, würde ich mal behaupten. War vielleicht nicht so die beste Idee, das auf den höchsten Einstellungen zu spielen, ne? Ja gut, hier ist alles durcheinander. Komplett. Also hier ist nicht mehr viel zu retten. Renovierungsbedürftig, sage ich da nur. Hier ist auch alles durcheinander, hier auch. Ja, was soll man anderes erwarten? Hier natürlich auch. Alle Bücher, lol. Das Bett. Ja, so würde ich jetzt nicht ins Bett gehen wollen, wenn ich ehrlich bin. Ja, war doch ganz interessant, ne? Dann würde ich sagen, war es das auch schon mit diesem Video. Wenn dir das Video gefallen hat und du mehr vom Feuerwerkssimulator sehen willst, dann lass gerne einen Daumen nach oben da. Abonnieren natürlich auch nicht vergessen. Und dann bis zum nächsten Video und ciao. Together, gotta fight till the end, no pressure, no pressure.